Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Diesmal sind wir in der Vorwoche des Berkshire Hathaway Annual Meetings, meinem ganz anderen Setup, nämlich von zu Hause. Ich habe mir den Ronny Ruchai und die Gisela Bauer eingeladen. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Freut mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auch, wenn die Zuschauer Kommentare hinterlassen, Fragen zu Berkshire, gerne auch ein Like und ein Abonnement, denn das bringt den Kanal voran, damit ich weiter so guten Content machen kann wie bisher. Damit die Zuschauer euch kennenlernen, würde ich euch gerne beide einladen, euch mal vorzustellen. Vielleicht fangen wir mit Gisela an, die schon im Kanal war und deren Videos ich hier oben auch mal verlinke, damit man sie finden kann. Gisela? Okay. Also, mein Name ist Gisela Bauer und ich bin ein Buffettist seit gefühlten 100 Jahren. Ich bin Wirtschaftsjournalistin und bin irgendwann in den 90er Jahren auf Warren Buffett gestoßen und bin dorthin gefahren, das erste Mal Ende der 90er, 96, 97 und hatte das ganz große Glück, dass ich ihn persönlich kennengelernt habe. Und das noch viel größere Glück, dass er mich aus irgendeinem Grund gemocht hat und ich seither einen Kontakt mit ihm habe, der nie abgerissen ist. Ich habe sehr, sehr viele Interviews gemacht mit ihm. Ich habe einen Film mit ihm gemacht über das Milliardenversprechen, das Giving Pledge, was er mit Bill Gates gemacht hat. Und ich habe letztendlich vor 2 Jahren eine Biografie über ihn geschrieben. Genau, und normalerweise würde ich jetzt hier nicht ruhig sitzen, sondern hektisch Koffer packen und letzte Überweisung machen, weil mein Flug morgen nach Omaha gegangen wäre. Und das ist traurig. Das Schicksal teilt Ronny ja auch gerade mit uns, dass wir nicht nach Omaha reisen konnten. Ronny, vielleicht nochmal deine Vorstellung ergänzend dazu und wie oft du schon in Omaha warst, vielleicht als Frage? Ja. Ich bin seit 2007 in Omaha, eigentlich jetzt jeden Tag dabei gewesen, jedes Jahr dabei gewesen. Nur einmal war ich nicht dabei, da ist die Schwiegermutter 60 geworden und dann musste halt Warren und Charlie hat dann das Nachsehen gehabt. Zu meiner Person, ich bin Portfolio Manager bei Shareholder Value Management AG, das ist eine Value Investment Firma aus Frankfurt mit 2 Milliarden Assets under Management und Warren Buffett ist natürlich eines unserer großen Vorbilder. Man kann unglaublich viel lernen von ihm und nicht nur ich, mein ganzes Team ist sehr traurig, dass wir dieses Jahr nicht fahren können. Normalerweise wären wir jetzt schon unterwegs. Wir verbinden das dann immer noch mal mit ein paar Firmenbesuchen in den USA, weil wir da teilweise auch investiert sind. Nutzen das also und runden im Prinzip das Programm dann ab mit einem leckeren Steak und halt der Frage-Antwort-Runde von Brown und Charlie. Ja, wir sind schon traurig. Nicht nur wegen des Steaks, ja. Kann ich gut verstehen. Ich hatte auch geplant, dieses Jahr dabei zu sein, aber da muss man das Beste draus machen und das machen wir ja gerade. Gisela, was hat denn Warren dir von der Finanzkrise 2008, 2009 erzählt und was könnte man vielleicht daraus heute lernen? Ich finde es ein bisschen schwierig, den zweiten Teil von der Frage, was kann man lernen, weil ich denke, die Situation ist anders. Ich erinnere mich an die Finanzkrise, er war eine Zeit lang sicher wie alle beunruhigt, war dann relativ schnell beruhigt, dass die Maßnahmen, gerade Zentralbankgeld und so, Wirkung entfalten werden und hat dann sein Schema wunderbar anwenden können. Wo kriege ich eine richtig hübsche Rendite, kaufe, wenn alle anderen Angst haben, werde gierig. Und hat dann 2 große Dinge getan. Das eine waren die Wandelanleihen. Er hat Firmen, große Firmen, mit Finanzproblemen aus der Patsche geholfen, mit einigen Milliarden hier oder dort. Also Firmen wie Goldman Sachs oder die Swiss Re, denen hat er Wandelanleihen gegeben. Das hatte einen Vorteil, er hat eine Aktienoption gehabt. Er ist nicht direkt eingestiegen, er hat es später umwandeln oder auch nicht umwandeln, was er meistens gemacht hat. Er hatte aber eine hübsche Verzinsung dran. Und ich erinnere mich, dass er mal vor mir stand und erzählt hat, dass es ein wirklich hübscher Deal war, weil er $5 die Sekunde verdient und hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Das ist ein Deal nach seinem Geschmack. Ich denke, jetzt agiert er anders, weil die Situation anders ist, aber vielleicht kommen wir da später dazu. Ronny, hast du als Analyst zu den Deals noch was hinzuzufügen, die du beobachtest hast 2008, 2009?
Ich fand, dass er war super aktiv. Also es ist erstaunlich, wie schnell er doch sein Pulver schon verschossen hat. Er war im Prinzip, hatte kein Cash mehr. Im Ende des dritten Quartals sozusagen, er hatte immer so eine Cash-Reserve, die er braucht, um ruhig zu schlafen, auch wegen dem Versicherungsgeschäft, wo man Naturkatastrophen hat, wo man liquide sein muss. Da geht er auch nicht ran. Er hat relativ zügig diese Deals durchgemacht, die gerade schon Frau Bauer sehr gut erläutert hat. Und in der Tat, die waren mit einem hohen Prozentsatz von 10% ausgestattet. Und es gab am Ende des Tages noch einen Equity-Kicker, den er for free bekommen hat. Und dann war natürlich noch die Übernahme von Burlington Northern Santa Fe, die größte Übernahme der Berkshire-Firmengeschichte zu dem Zeitpunkt, obwohl er gar keinen Cash mehr hatte. Man muss sich das mal vorstellen. Wenn man das in die Perspektive rückt, wie es heute wäre Burlington Northern Santa Fe eine Übernahme von 100 Milliarden Dollar. Ja, wenn man die Größe von Berkshire mal zurückrechnet auf damals und auf heute. Und obwohl er keinen Cash mehr hatte, hat er diesen Deal halt gemacht. Also sogar mit eigenen Aktien bezahlt teilweise, was er sehr ungern macht. Und es war ein relativ ungewöhnlicher Deal, aber hochlukrativ. Ja. Und man wünscht ihn natürlich immer als Investor, dass er heute so auch aktiv wäre. Aber er ist, wie Charlie Munger schon im Interview gesagt hat, vor einer Woche im Wall Street Journal, dass er aktuell relativ inaktiv ist. Aber wir können gerne noch uns über die Details der einzelnen Deals unterhalten, weil ich finde es hochinteressant aus Investor-Sicht. Man kann da schon sehr viel lernen, auch wie er denkt und wie er tickt. Ja. Das Angebot nehme ich natürlich gerne an, mal tiefer auf die Investments einzugehen. The floor is yours. Ja, ladies first. Ja, also die Eisenbahngesellschaft, das war natürlich ein ziemlicher Geniestreich, nicht der erste, nicht der letzte, nehme ich an, die sich so unglaublich entwickelt hat. Und witzigerweise ist das ja jetzt eine von den Firmen, die tatsächlich die Krise arg zu spüren bekommen wird. Der Geniestreich war damals, dass er hat immer gesagt, er macht eine Wette auf die Konjunktur. Das war wohl auch richtig, weil Güterverkehr hängt an der Konjunktur. Er hat aber nicht laut gesagt, aber es war auch eine Wette auf diese Ölsandgeschichte. Weil diese Linie sehr viel Transporte und einen unglaublichen Geschäftsboom gekriegt hat durch den Ölboom in den USA. Und genau hier wird es ihn jetzt auch natürlich zwicken. Und das ist so eine Branche, wo ich jetzt ganz persönlich ein bisschen kritisch bin. Wie weit sehen wir da die Erholung auf alte Niveaus? Oder ist es einfach ein Bereich, der arg zusammenschrumpfen wird und mit ihm auch die Eisenbahngesellschaft? Ich finde es hochinteressant, wie Buffett bei dem Deal vorgegangen ist, wie er es auch finanziert hat. Zu dem Zeitpunkt hatte er im Prinzip schon kein Cash mehr und er hat die Firma für 34 Milliarden gekauft, hat schon 22,5% zu dem Zeitpunkt gehabt, hat dann 16 Milliarden dafür bar bezahlt und die Hälfte davon hat er, also 8 Milliarden, hat er in Kredit aufgenommen. Er hat Berkshire-Kredit aufgenommen und die 10,5 Milliarden hat er eigene Aktien dafür ausgegeben. Ja, das sind, es waren immerhin 6% der Firma, also er hat 6% von Berkshire weggegeben und obwohl er zugegeben hat, Berkshire war zu dem Zeitpunkt sogar unterbewertet. Ja, also er hat im Prinzip wissentlich eine unterbewertete Berkshire-Aktie weggegeben, um einen Deal zu machen. Immerhin hat Burlington Northern $100 gekostet zu dem Zeitpunkt der Übernahme. Und er hatte die ersten Aktien für 70, 80 Dollar gekauft. Und im Tief der Finanzkrise war die Burlington Northern bei $50. Also im Prinzip zum doppelten Kurs hat er die Übernahme gemacht. Aber es war hochlukrativ. Ja? Also wenn man mal schaut, wie der größte Eisenbahnkonkurrent Union Pacific Railroad aktuell an der Börse, also im Prinzip mit Kursen, die auch eine Rezession einpreisen, bewertet sind, so wäre heute Burlington Northern über 90 Milliarden wert. Und er hat noch 37 Milliarden an Dividenden aus Burlington rausgezogen seit dem Kauf. Und die haben ja auch einen Zeitwert, die sind vielleicht heute 50 Milliarden wert. Also in der Summe hat er im Prinzip über 100 Milliarden an Wert für die Aktionäre geschaffen. Ja. Und damit ist Burlington Northern ein besseres Investment gewesen für Berkshire als Berkshire für seine Aktionäre. Er hat sich besser entwickelt und das zeigt einmal mehr, dass er wirklich bereit ist, wenn er von was überzeugt ist, auch wenn er kein Cash mehr hat, hier
all in zu gehen sozusagen. Und das ist eine ganz andere Situation, als es sich vielleicht heute darstellt. Stichwort Cash. Wie viel hat er denn noch an trockenen Puder, sagt man, Dry Powder, sagt man im Englischen, im Deutschen gibt es. Also wie viel hat er denn noch verfügbar, deiner Meinung nach? Also er wird ganz bestimmt, und das ist ja der Witz, die letzten Hauptversammlungen, auch die Diskussion teilweise auch auf deinem Kanal, die wir hatten, ging es ja immer darum, warum macht der Kerl nichts mit seinem Cash, warum kauft er nicht wenigstens Index-Investments und was ist das für ein Spießer und sonst was. Er hat alles behalten. Wir können jetzt von außen nicht gut sagen, er hat ja wahnsinnig viele Firmen, die jetzt mit betroffen sind, der ganze Einzelhandelsbereich und sonst was. Er wird einen Teil von dem Cash einfach brauchen, um die am Leben zu halten. Und das wird er auch tun. Und sich damit für diese Firmen langfristig auch einen Wettbewerbsvorteil einfach verschaffen, weil die haben halt jetzt keine Probleme und werden überleben. Ich glaube gar nicht mal, dass das so extrem viel ist. Ich glaube, er sitzt tatsächlich noch auf seinen 100 oder 110 oder 120, sag Stopp, ich weiß es nicht genau, aber tatsächlich auf solchen Summen. Und da sitzt er drauf und er sucht die Gelegenheit und ich bin mir 1000% sicher, er wird sie finden. Die Frage ist halt Timing und wo und wie. Es ist interessant, dass er damals zum Beispiel den Goldman Sachs-Deal gemacht hat, ein paar Tage nachdem Lehman pleite gegangen ist. Ja, 5 Milliarden immerhin auf den Tisch gelegt für diese Preferred Stocks damals. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo der Markt völlig aufgelöst und völlig panisch war. Und er mitten in dieser Panik hat er eben diesen Deal gemacht. Also er hatte damals eine sehr hohe Konfidenz, dass im Prinzip das nur temporär ist. Und er kennt sich halt auch in Finanzsachen sehr gut aus. Und heute mit der Pandemie, das ist vielleicht ein Thema, wo er vielleicht nicht so das Know-how besitzt und auch nicht ganz genau weiß, wie sich das entwickeln wird, vielleicht deswegen auch inaktiv ist. Vielleicht will er erst wissen oder hören, auch eine größere Konfidenz, dass er dort aktiv wird. Aber es stimmt schon, er behält das Cash aktuell, die 120, 130 Milliarden, und hält sich sehr zurück, weil er vor allen Dingen zunächst mal das Überleben von Berkshire sicherstellen will und seiner Beteiligungen. Und man weiß ja nicht, wie viele seiner Beteiligungen eventuell jetzt Cash brauchen. Und da möchte er genügend Pulver trocken halten. Hurra, wir haben einen Dissens. Ich dachte, wir sind viel zu harmonisch. Also ich glaube nicht, dass ihm das Know-how fehlt. Ich glaube, dass er als einer der allerersten, wenn Sie überlegen, wann wurde die HV von Berkshire abgesagt, das war zu einer Zeit, da gab es noch keinerlei Reisebeschränkungen und nichts. Ich glaube, das ist einfach pure Mathematik, die er angewandt hat, um auszurechnen, dass die Sache nicht harmlos abgehen kann. Und dass er, wie er geschrieben hat, damals Omaha nicht zum Hotspot für Ansteckungen machen kann mit so einer Veranstaltung. Und wenn wir die Zahlen in den USA jetzt anschauen und auch die Zahlen weltweit anschauen, dann fürchte ich, hat er einfach ausgerechnet, ist noch lange nicht vorbei. Und es ist einfach noch nicht klar, welche Bereiche. Seine Frage ist immer, welche Firma hat in 10 Jahren ihren Moat und gute Geschäfte und das richtige Geschäftsmodell? Ja, wir wissen, die Lebensmittelfirmen oder sowas werden dabei sein. Aber die sucht er vielleicht jetzt nicht. Er sucht andere, er sucht die Eisenbahn des Jahres 2020. Und dass er einfach da noch abwartet, wie es weiterläuft. Das wäre jetzt meine Einschätzung. Wir werden irgendwann mal vielleicht erfahren, wer recht hat. Könnte er denn einen Vorteil haben, dadurch, dass er sehr eng mit Bill Gates ist, der ja einer der größeren Experten in dem Bereich ist mit der Bill Gates Foundation und das Feld der Pandemien, glaube ich, kennt wie kaum jemand anders? Er hat sich zumindest informiert. Es gab, glaube ich, mal ein Interview auf CNBC, wo er gesagt hat, mit Bill Gates telefoniert über den Virus und hat dann etwas über den Virus erzählt, wie Bill Gates meint, sich das fortentwickeln wird. Und ich glaube schon, dass er gut informiert ist, ja. Wie siehst du das, Gisela? Ja, I've got nothing to add. Sehr gut. Vielleicht wollen wir noch ein bisschen Blick in die einzelnen Geschäftsfelder werfen, innerhalb von Berkshire, die sehr stark betroffen sein können. Wir haben ja letztes Jahr auch ein Interview im Nebraska Furniture Markt gemacht, gerne hier oben auch nochmal zum Anschauen. Ihr dürft ja momentan geschlossen sein.
Mhm. Und Charlie Munger meinte auch, dass einige Geschäfte, die Berkshire hat, vielleicht auch nicht mehr aufmachen könnten. Welche Geschäftsbereiche sind denn dann noch betroffen, außer dem Furniture-Mart? Ja, wie bei den meisten anderen. Er hat, also andersrum, wer profitiert von der Krise, sind die Techies natürlich. Was wir hier machen, ist Geschäfte. Es sind Pharma, da ist ein bisschen drin. Und es ist, was ist es noch? Was er klassisch hat, verbrauchernahe Sachen, das wird im Moment leiden unter den Schließungsmaßnahmen und langfristig leiden unter der Einkommenssituation. Wenn wir jetzt wirklich 20% Arbeitslosigkeit kriegen, dann wird das eine Furniture-Markt spüren und viele andere Geschäfte auch, klar. Versicherungen, ja, sieht auch nicht so gut aus. Er hat halt viele Branchen, die jetzt nicht unbedingt an erster Stelle von den Gewinnern stehen. Das heißt, es wird einfach quer leiden, was ich glaube, was Berkshire Firmen tatsächlich für einen unschlagbaren Vorteil hat, wenn es sich rentiert, werden sie überleben, weil sie einfach finanziert werden durch die Krise. Und eine Nebraska Furniture Mart wird in einigen Jahren ein bisschen besser dastehen, weil ein paar Konkurrenten einfach weg sind und sie halt größere Geschäftsanteile haben können. Ich sehe das auch so. Also die starken Unternehmen, und Berkshire hat viele starke Unternehmen in ihren Geschäftsfeldern, die werden durch so eine Krise generell noch stärker. Aber wenn wir an Unternehmen denken, die schon strukturelle Schwächen haben, wie Pampered Chef zum Beispiel, so eine Art Tupperware in den USA, wo man nach Hause fährt und die Leute, diese Sales Representatives zu Hause, die Sachen anpreisen, in Social Distancing-Zeiten natürlich schwierig, und die Firma war schon vorher angeschlagen. Und vielleicht, man weiß es nicht, ja, ist es einer dieser Firmen, die vielleicht dann nicht mehr nach der Krise dann da sind. Von denen, er ist sehr stark im Finanzsektor investiert. Ja, wir wissen, dass er dort Amex, Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan und so weiter im Ziel ist. Und eben, wenn man nach den Look-Through-Earnings geht, also schaut, was hat er in seinen Investments, was hat er in seinen operativen Unternehmen, die er besitzt oder die Berkshire besitzt, dann sind 20% der Ertragskraft kommt aus dem Bankgeschäft. Ja. Und da hat es ordentlich reingehagelt jetzt nach dem ersten Quartal. Wir haben letzte Woche die Berichte gesehen. Da sind die Gewinne um 80-90% gesunken, dadurch, dass die Risikoprovisionen nach oben geschraubt wurden für Kredite, die eventuell notleidend werden. Da muss man drauf achten, ja, wie sich die Finanzinstitute sie schlagen werden. Die sehen natürlich heute in der Summe sehr viel besser aus. Das sind starke Banken, die haben eine hohe Eigenkapitalquote, die kommen da durch. Es sind eher so die kleineren Regionalbanken und Savingsbanken, die da sicherlich Marktanteile lassen werden, und die ein oder andere geht unter. Insofern langfristig ist Berkshire da gut aufgestellt. Was man auch wissen muss, über 20% der Look-Through-Earnings, wie man so schön sagt, kommt aus dem Manufacturing-Bereich. Das sind so Unternehmen wie Lubrizol, Precision Cast Parts und so weiter, die auch im Flugzeuggeschäft unterwegs sind. Die werden sicherlich leiden, und die machen auch so einen Zyklus ordentlich nach unten mit. Also wenn wir die Ergebnisse sehen von 2020, dann im zweiten Quartal, da werden wir schon die Einschläge bei Berkshire sehen. Ja. Wir gucken ja alle langfristig in die Zukunft, und generell gilt das, dass die meisten Unternehmen von Berkshire werden danach besser dastehen als vorher, einfach weil der Wettbewerb schwächer ist. Ja. Der beeindruckende Langfristchart ist übrigens auch hier hinten zu sehen von Berkshire. Das ist hängt bei dir auch im Büro, ja. Sehr krass, kann man fast schon sagen. Vielleicht, du hast so ein bisschen die Überblick gegeben über die Art der Beteiligung und die Menge der Beteiligung, die Berkshire auch hat. Und was ich das Faszinierende finde, ist ja eigentlich, dass Warren Buffett damit ja auch einen Einblick in die amerikanische Wirtschaft hat wie kein anderer. Das wird wahrscheinlich auch ein Vorteil sein für Sie in der nächsten Zeit, um zu sehen, wie sich die Geschäfte entwickeln und wo man Zukäufe tätigen kann, oder? Naja, aber Warren Buffett ist jetzt nicht der Lobbyist, der auf den Partys rumspringt und sich dort einen Einblick verschafft. Er hat den großen Vorteil, wenn er eine Frage hat, kann er irgendwo anrufen. Aber wenn man ihn kennt, der geht in der Früh in sein Büro, im Moment nicht. Im Moment sitzt er zu Hause brav und er liest.
Also er legt gar nicht so viel Wert auf das persönliche Gespräch. Und das ist eher, wenn er was nicht versteht oder so, dass er sich an irgendwie wendet. Und in dem Moment ist natürlich nett, wenn man Warren Buffett heißt und nicht Gisela Bauer, weil dann kann man überall anrufen und wird auch eine Auskunft kriegen. Er hat diesen unglaublichen Einblick über die eigenen Firmen und in den letzten Jahren auch immer ein sehr gutes Gespür gehabt, wann die Konjunktur mal wieder ein bisschen besser wird oder schlechter. Einfach aus den Monatszahlen von seinen, was weiß ich, Einzelhandel oder Versicherung oder Industriebeteiligungen, die ja auch wichtig sind oder so, da ist er einfach super up-to-date, klar. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er zurückhaltend ist, weil er einfach sieht, das ist noch lange nicht ausgekartet, wo es wie genau hinläuft, in welchen Branchen. Und das Telefon klingelt nicht, ja, wie vielleicht in der Finanzkrise 2008, 2009. Ich meine, es ist ja unglaublich, was der Fiskalstimulus in den USA in der Summe ist, ja, oder was die Fed da gemacht hat, mit welcher Schnelligkeit, mit welcher Wucht. Das ist unglaublich. Und Buffett ist aktuell nicht nötig für diese Unternehmen, weil es gibt genügend Liquidität im Markt, es gibt Hilfsprogramme, die Airlines sind in einem 50-Milliarden-Paket dran, es werden Schecks verteilt. Also wenn jemand jetzt 10% machen will plus Equity-Kicker und ich habe die Möglichkeit, vielleicht doch zur Fed zu gehen oder zum Finanzministerium sagen, ich bin, holt mich hier raus, mir geht schlecht, ja, dann sind die da und dann sagen die nicht, ja, von uns gibt es nichts, ja, wie das halt damals mit Lehman der Fall war, da saß ja Finanzministerium und Fed in einer großen Runde mit den großen Banken zusammen und willentlich haben die im Prinzip Lehman pleite gehen lassen. Das hat natürlich dann diese Effekte, zu diesen Effekten geführt, die Buffett es erst ermöglicht haben, diese Deals zu machen. Wenn das damals schon geordnet oder so massiv angegangen wäre wie heute, wir haben ja gelernt aus der Finanzkrise, ja, wie schnell das passieren muss und wie schnell es passieren kann. Ich glaube, ohne Finanzkrise 2008, 2009 wären viele Instrumente heute gar nicht verfügbar oder viele Erfahrungen wären gar nicht gemacht worden. Und heute ist die FED und das Finanzministerium so viel reicher an Erfahrung, wie damals die Krise gemanagt wurde und welche Effekte das hatte, dass man dieses Mal gar nicht lange fackeln musste. Und das trägt sicherlich auch dazu bei, warum bei Berkshire Kiewit Plaza in Omaha das Telefon nicht oder nur ganz wenig klingelt, ja. Wenn das Telefon denn jetzt wieder mal mehr klingeln sollte, weil wir fortgeschritten sind in der Krise oder aus anderen Gründen, wie schnell agiert Berkshire denn, wenn sie bereit sind zu agieren? Wenn sie bereit sind zu agieren, dann wird das Telefon aufgehoben, dann wird gesagt, very interesting. Also ich kenne Ethan Wertheimer ganz gut, der damals hieß das ISCA, diese israelische Firma verkauft hat und der erzählt immer, er hat einen Brief geschrieben an Warren, wo er halt geschrieben hat, seine Firma und was die so ist, was die macht und dass er tatsächlich Nachfolge regeln will und hat nach einer Stunde die Antwort per Mail gekriegt, dass es interessant klingt und ob er zufällig mal in Omaha ist und dann hat Ethan geschrieben, er ist zufällig nächsten Montag in Omaha und die haben sich getroffen und das Ding war innerhalb von 2 Tagen beschlossen. Und es war damals die größte, ich meine, das ist ja jedes Jahr, es war auch ein einige Milliarden-Deal und ein sehr großer Schritt. Warren ist bereit. Und er hat einfach für die allermeisten US-amerikanischen und große internationalen hat er die Zahlen im Kopf. Er weiß einfach, er ist ein Computer, er weiß einfach, welcher Kurs, welcher Preis, welche Rahmenbedingungen sind für ihn was, wo er gerne zuschlagen würde. Und wenn die Chance kommt, dann macht das. Also super schnell. Do you have something to add, Ronny? Ich habe nur was über den Occidental Petroleum Deal gelesen, wie schnell das ging, dass man eine Maschine, einen Firmenchat gesehen habe von Occidental an einem Sonntag und am Montagabend waren die 10 Milliarden im Prinzip besiegelt, die Buffett da investiert hat. Und er macht es nach 2 Kriterien. Er hat zum Beispiel dieses ISCA, das ist ja Israel, aber auch weltweit. Er hat keine einzige Fabrik angeschaut. Im Prinzip, wenn jetzt Ethan ein sehr guter Trickbetrüger gewesen wäre, hätte er ihm eine Lagerhalle ohne Maschinen verkaufen können.
Er entscheidet nach zwei Kriterien. Das eine sind die Zahlen, die er sieht. Das Geschäftsfeld, die berühmte Frage, wo steht der Laden in 10 Jahren? Und das andere sind tatsächlich, da bin ich erst mit den Jahren drauf gekommen, die Menschen. Er will definitiv die Menschen einmal gesehen haben und er entscheidet innerhalb von XY, das ist jemand, der sagt mir die Wahrheit, dessen Aussagen kann ich so und so einschätzen, das mache ich. Fertig. Und das wäre gern was, was ich mir von ihm abgucken würde. Ja, das ist schon beeindruckend, wenn man dann dementsprechend auch immer, auch fast immer richtig liegt. Mhm. Man hat ja wenige Probleme da gesehen beim Berkshire bis jetzt, dass es da Verwerfungen gab wegen Zukäufen. Habt ihr zum Ende unseres Interviews noch was hinzuzufügen, was man aus dem Vergleich von 2008, 2009 und der heutigen Situation berücksichtigen sollte, was man daraus lernen könnte? Ich glaube, auf den richtigen Zeitpunkt zu warten und wirklich auf den guten Deal zu warten und nicht loslaufen und das Cash zu investieren. Ich glaube, das können wir im Prinzip alle von ihm lernen. Wenn die Opportunitäten da sind, dann muss die Bazooka geladen sein und bei Buffett ist sie geladen. Zunächst mal gilt es, Berkshire über die Runden zu bringen und die beteiligten Unternehmen zu schützen. Ich bin gespannt, was er sagt und wie aktiv er noch sein wird dieses Jahr. Er hat immerhin 100 Milliarden und wäre natürlich schön, wenn er die eine oder andere attraktive Investition findet. Nein, und ich glaube, es ist wirklich diese Geduld und dieses Kaufe, wenn andere Angst haben, sei gierig und hab Angst, wenn andere gierig sind, dass er einfach das jetzt genauso anwendet wie damals. Und dass seine Einschätzung eventuell jetzt ist, dass sie noch nicht wirklich Angst haben. Und wenn man die Märkte anschaut, dann ist das ja auch keine Angst oder Panik, die da gerade abgeht. Absolut, ja. Genau, aber dieses Thema Geduld, unser aller Stärke, oder? Ich habe mir zur Vorbereitung auch noch ein Interview mit ihm angesehen, das er vor einem Jahr gegeben hat auf den Rückblick. Und da meinte er auch, dass er eigentlich dann, wenn er nochmal 3 bis 4 Monate oder 5 Monate gewartet hätte, deutlich bessere Deals hätte machen können. Also das war so eine Aussage, die er im Rückblick getätigt hat. Da war er auch zu früh eingestiegen, hatte nicht mehr so viel Cash übrig. Vielleicht noch als Abschlussfrage an Gisela. Wir haben ja noch 2020 auch einen Wahlkampf in den USA und Warren hat sich ja beim letzten Wahlkampf auch aktiv gezeigt. Wie schätzt du das ein, was er diesmal machen wird? Also definitiv, es gab ja immer wieder und wird wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder in den Zeitungen auftauchen, Warren Buffett vorgesehen als Finanzminister. Wenn das passiert, dann kenne ich mich auf der Welt nicht mehr aus. Er wird nicht aktiver Politiker. Er hat aber unglaublich Spaß an Beraten. Und es hängt aber tatsächlich ein bisschen davon ab, wie er Joe Biden mag oder nicht. Er hat Arnold Schwarzenegger beraten und er hat Obama beraten, die er beide sehr geschätzt hat. Übrigens aus beiden politischen Lagern. Ich weiß nicht, wie er zu Biden steht. Er hat letzten Wahlkampf Hillary Clinton unterstützt. Das war aber weniger eine Unterstützung von ihr direkt als einfach ein Schlag gegen Donald Trump, den er ganz offensichtlich nicht mag. Und sowas könnte ich mir tatsächlich nochmal vorstellen, dass er wieder machen wird, weil ich glaube, das Thema ist ihm sehr, sehr wichtig. Er ist ja immer politischer geworden und er hält nicht viel von der aktuellen Administration in den USA. Spannender Einblick. Dann würde ich sagen, wir warten jetzt mal ab, wie sich die Dinge entwickeln und schauen, welche Deals wir dann nochmal sehen können bei Berkshire und schauen mal, wenn wir da vielleicht was Aktuelles haben, dass wir nochmal die Köpfe zusammenstecken und ein bisschen tiefer einblicken. Und zum Abschluss natürlich vielen herzlichen Dank für eure Zeit und das gute Interview. Danke. Gerne. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.